Hi friends of Knives. Today we make another outdoor test. Today here we have Tony's baby. It's a German Expedition Knife 2000, the new version, designed by Anton Lennertz, produced by Eichhorn Germany. It's a lightweighted outdoor knife. This one has partial serrations. It has D2 steel, which is K110 Böhler steel, I guess. Has aluminum handles, skeleton grip. Let's see what it can do. Wow. Well, for a knife at this weight, lightweight, it's a really good chopper. I'm really surprised positively. And as you can see, there's no damage to the edge so far, like I expected. So für so ein leichtes Messer muss ich sagen, ist es ein guter Chopper, hätte ich nicht gedacht. Ging ziemlich gut durch. Macht tiefe Bisse. Bin erstaunt. Okay. Ihr seht, sauber durchgegangen. Das ist kein Problem. So, it performed very good in this point. It has really good penetration. It's a 0.6 millimeter steel sheath. Very good so far. It has a good impact. It is a lightweighted knife, like I told you, but performed very good with this penetration test. So, trotzdem ist so leichtgewichtiges Messer jetzt, muss ich sagen, dass es einen sehr guten Impact hat beim Durchstoßen von diesem 0,6 mm Blech. Auch jetzt noch positiv überrascht. Jetzt schauen wir uns mal die Spitze an. Let's look to the tip. Okay. Ich kann bis jetzt keine Beschädigung da feststellen. Sowohl die Spitze als auch die Klinge ist noch sehr gut. Also keine Chips, keine Dents, wirklich sehr gut. Here we have a rope of 1 inch, 25 mm Seil, sehr stark. It's a very strong rope. We'll see if the knife is still sharp enough to cut it. I'm using the plain edge first. Yeah, absolut mühelos. Absolut perfect. Yeah, very nice. Nach der Aktion mit dem Metallblech ist es immer noch sehr scharf, um mühelos das Seil dadurch zu durchschneiden. After stabbing through metal, it's still sharp enough to cut easily with a plain edge this rope. Very good so far. Natürlich gut trockenes Holz, geht von dem her sehr gut durch. It's very dry wood. Yeah, no problem.
war ein kleiner Ast drin. Trotzdem splittert das Holz eigentlich relativ schnell. Auch dieser Punkt ganz gut. Ich nehme mal etwas härteres, etwas größeres für alle Dinge. Let's see how it performs with this one. That's very hard. Yeah, I'm on fire. Very good, I think. No problem. Very good. So, hier haben wir einen Gartenschlauch, ein sehr starker aus Hartgummi. Da hat also keiner von den billigen 0815 Schläuche. Auch hier kommt man mit einer glatten Schneide nicht besonders schnell voran. Schauen wir mal, was der Welleschliff dazu sagt. Ja, geht sehr schnell, sehr gut. Goes very good and very fast with the serrations. They have a really good bite. I can see, and this is a very heavy duty tube from hard gummy, hard rubber. For comparison, für den Vergleich, I now try to use the blade edge. Jetzt zum Vergleich mit der glatten Schneide. Wie erwartet. Wenn man mal einen Anfang hat, dann geht das schon, aber eben bis. Also Serrationen sind für solche Arbeiten definitiv besser. Serrations are for this kind of work definitely faster, you see. That's the reason for serrations. There are some reasons more. Cool. Yes. Geht sehr tief rein. Goes in very deep. Fehlwurf voll gegen the handle, against the handle, fail throw, but no damage. So fine. Macht Spaß zum Werfen, das Teil. Fliegt sehr gut. But it's very good. It's fun to throw it. Fail throw again. Sehr harter Fehlwurf gegen den Griff, aber das ist gerade gut. Ihr seht, keine Zerstörung, kein Riss im Alu. Ne, ist gut. Very good. Once again. So Freunde, auch nach dem Messerwerfer haben wir keine einzige Beschädigung an der Spitze oder an der Schneide selber. Ich bin wirklich positiv überrascht, hätte ich bei der, erstmal gedacht, das ist ein bisschen eine dünne Spitze, aber sie ist sehr, sehr stabil, sehr scharf. Beim Messerwerfer sehr gute Eindringtiefe, fliegt da sehr gut. Oh, das ist ein richtig geiles Messer, hat mich überrascht. Trotzdem etwas leichtgewichtiger Charakter, den es eigentlich hat. Und ich eher so ein Heavy Knife User bin, muss ich sagen, ist echt ein geiles Teil. Kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Gibt es nicht anderes. So, danke fürs Zusehen. Have a nice day. Bye.